Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Kapitalism-Fans. Ich habe keine Ahnung, wo wir waren, wo wir stehen, was wir machen wollten. Ich war schon halb im Video drin, da ist mir das Spiel abgestürzt. Ich weiß nicht, ob ich davon was retten kann oder nicht. Wahrscheinlich nicht, deshalb nehme ich es einfach von vorne auf. Was habe ich gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Wir fangen von vorne an. Sowas begeistert mich. Wahrscheinlich liegt das an dem Sound, den ihr im Hintergrund hört, der Musik, die im Hintergrund läuft. Denn das ist ein Musikplayer, der externe Musik abspielt. Weil das Spiel kriegt es ja nicht hin, meine Musik einzubinden. Und generell, ja, es ist kompliziert mit Copyrights. Ich will dem auch gar nicht einen Vorwurf machen, der das geclaimed hat. Der Punkt ist nur ganz einfach, ich habe schon mal das Spiel Let's Played vor ein paar Jahren. Und da war das auch kein Problem mit der Musik. So, aber ich versuche jetzt alles nachzuvollziehen, was ich schon gemacht habe. Ich habe gesagt, mir hat einer geschrieben, da ich doch die Preise anpassen könnte, weil ich hätte doch keine Konkurrenz. Und das habe ich gemacht und damit habe ich ganz gut verdient. Und das war auch okay so. Das wollte ich dann so laufen lassen und dann wollten wir damit Geld verdienen. Und dann wollte ich gerade eine zweite Fabrik aufbauen und da ist mir das Spiel abgestürzt. So, man hat mir auch geschrieben, ich solle das Lagerhaus doch verkaufen und dafür irgendwie was anderes machen und so weiter. Also, und ich wäre doch im Retail tätig und so weiter. Gut, also da einige Leute meinen, sie würden wissen, was ich plane und vorhabe und meinen, sie wüssten es besser, will ich euch meinen Plan offenbaren, damit ihr auch auf der richtigen Grundlage eure Tipps gebt. Ja? Meine Entscheidung, hier Retail zu bauen, hat nichts damit zu tun, dass ich Retailer werden will. Ganz im Gegenteil. Sondern der Retail, der verdient mir das Geld, dass ich in meine Zigarettenforschung investieren kann, dass ich in meine Fabrik investieren kann, dass ich ein Vertriebszentrum aufbauen kann. Dafür ist das Lagerhaus gedacht, fürs Vertriebszentrum. Ich baue das nicht aus Spaß und Jux an der Freude dahin. Ich werde das nicht verkaufen. Darauf fußt das, was ich vorhabe. So, und wir werden jetzt gut Geld verdienen, denke ich, wenn es nicht komplett schief läuft und das Spiel sich jetzt anders gibt, wie es gerade eben noch war. Da habe ich nämlich ganz gut Geld verdient mit den erhöhten Preisen. Mach das Spiel mal ein bisschen schneller, dass die Kohle schneller reinkommt. So, und dann hat irgendeiner hier die Kamera entwickelt. Ist komischerweise ein anderer wie im abgestürzten Spiel. So, und dann versuchen wir mal hier die Factory zu bauen. Irgendwie mal, irgendwann mal. Also eigentlich müsste doch langsam die Kohle da sein, dass ich das bauen kann, oder nicht? Wie viel Kohle hatte ich denn schon? Ich hab das easy gebaut. War wahrscheinlich weiter drin im Spiel oder so. So, hier verdienen wir ganz gut, trotz der Konkurrenz, weil wir die bessere Qualität bieten, die bessere Brand haben und der hier versucht uns zu bekämpfen mit einem billigeren Preis, was ihm auch ganz gut gelingt, aber wir verkaufen immer noch und das ist wichtig, dass wir immer noch verkaufen. So, und das hier hat einen hohen Index, also das heißt, 60% der Leute wollen essen. Also das ist auch sowas, was man mir geschrieben hat, so von wegen, ja, ich gehe auf das und das und das ist irgendein Lebensmittel und damit verdiene ich einen Haufen Geld. Ja klar, weil Lebensmittel, die werden mit einem 60%igen Index als wichtig angesehen von der Bevölkerung. Im Gegensatz zu Zigaretten, die nur 10% der Leute wollen. Ja, hier hat man einen Index von 10. Und mit Brot ist es sogar 70. Das heißt, mit Brot geht es sogar noch besser. Und da werden wir auch angegriffen. Jeder greift, also überall werden wir irgendwie angegriffen zurzeit. Keiner gönnt uns die Butter auf dem Brot. Es ist die absolute Wettbewerbsumgebung, in der wir uns hier befinden. Und deshalb werden wir jetzt mal hingehen und werden dafür sorgen, dass zumindest was Zigaretten angeht, dass alles mal ein bisschen anders aussieht. Alter, ich habe keine 30.000. Ach, wir sind auch noch am Jahresende. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht pleite.
Wir müssen einen Jahreswechsel abwarten. Puh. Wir sind nicht pleite gegangen. So, dann kaufen wir ein Papier. Das suchen wir jetzt weltweit. Ich hoffe, ich krieg's hin, ohne dass es mir abstürzt. Da ist es mir nämlich das letzte Mal abgestürzt, als ich den ganzen Kram reingepackt habe. So, das Papier hat eine bessere Qualität, ein Overall von 91, ist billiger wie das, hat dafür aber höhere Frachtkosten. Ist mir egal, nehmen wir. So, dann verlinken wir hier zu Tabak und ich hoffe, ich bin schnell genug, dass der nicht anfängt, hier Taschentücher zu verkaufen. So, weil beim Tabak gibt es auch drei Anbieter und da habe ich auch einen ausgeguckt. Der hier ist sauteuer, der hier ist recht günstig, der hier hat die beste Qualität zu einem gescheiten Preis, aber auch hohe Frachtkosten. Juckt mich auch nicht. Wir kaufen das ein und das Ding. So, Internal. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe hier drauf geklickt und das war mein Fehler. Tiggers has stopped. Okay, das ist also das Problem. Ich versuch's. Bitte nicht abstürzen, bitte nicht abstürzen. Puh. So, das ignorieren wir. Wir haben hier Input, Zigaretten, Zigarren, die wir jetzt nicht mehr geliefert bekommen. Ist kein großes Problem. Wir hatten hier... Ja, wir hatten hier... Wo sind wir denn zu Hause, Mann? Pause. Wir hatten hier 70er Qualität und eine 70er Brand. Ja, und das ist jetzt das Schöne, weil wir unsere eigene Marke haben, können wir hier einfach hingehen, können sagen Link zu dem hier 56er Qualität. Ist aber auch billiger. So, gehen wir hin, kaufen die ein, die werden ebenfalls rumgelabelt, übernehmen die Marke von 70, die wir drauf haben. Und wir können den Preis reduzieren. Ja, also das heißt, wir gehen hier runter, wir sagen, wir wollen dafür nur noch 100 anstatt 125. Und gehen dann in unsere Shops und setzen dort auch einen Preis runter. Und dann werden die ausgetauscht und alles ist paletti. Kein Problem mehr. Ja? Also wenn wir jetzt hier auf 150 gehen. So, und dann läuft der Käse. Ja, das läuft einfach weiter. So, und jetzt sind wir praktisch auch billiger, fast wieder wie der. Jetzt haben wir hier eine hohe Bewertung. Die Qualität wird irgendwann sinken, aber so tief wie seine nicht. Und dann kommt ja auch noch der Tag, wo unsere Forschung durch ist, wo wir dann vielleicht sogar eigene Zigaretten entsprechende Qualität oder eigene Zigarren entsprechender Qualität bauen können. So, der hier ist jetzt auf intern und das ist das Problem, was wir haben. Denn wir brauchen da wieder eine Input-Einheit, Warehouse Input, was mit dem Storage verlinkt. Und dort wollen wir natürlich uns selbst auswählen. Und jetzt müssen wir gucken, der hat eine hohe Nachfrage. Das ist die Fabrik 2. Wir kaufen hier ein. So, und jetzt kriegen wir hier mehr Zigarren rein. Wieso steigt jetzt hier... Ich wollte gerade sagen, wieso steigt hier der Preis? Kann nicht sein. Also wir kriegen jetzt hier mit Zigaretten rein, die beide das Lager befüllen. Und das ist auch das Ziel, weil jetzt können wir mehr in den Markt pumpen, als wir die ganze Zeit reinpumpen konnten. Und das wird uns wieder mehr Geld bringen. So, Manufacturing. Wir hauen rein. Das dürften ebenfalls dann Zigaretten geben. Und dann machen wir hier eine Sales-Einheit hin. Und warum der jetzt... So, jetzt funktioniert. Dann haben wir zwei Sales-Einheiten. Dann machen wir so. Machen hier ein Manufacturing. Dürft ebenfalls Zigaretten geben. Wenn ich das hier verlinkt habe, zu Papier. Ich vergaß. Z-Ports. Paper. Wo haben wir's? Paper. Wir wollten das bessere Papier, was günstiger ist. So, und der haut jetzt hier nochmal eine ganze Fabrikladung raus. Und jetzt weiß ich auch, wo das Problem ist. Der Preis hier ist das Problem. Wir haben hier einen zu hohen Preis eingestellt. Wir wollen ja nur einen Dollar dafür. Your supply for Tabaka has stopped. Irgendwie stoppt gerade alles. Machen wir mal Pause. Das müssen wir erstmal alles aussortieren. Also den haben wir noch.
Den haben wir nicht mehr. Link. Nehmen wir einfach den und weiter geht's. So, das Problem haben wir damit schon erledigt. Die Forschung ist durch. Dann einfach weitermachen. Können wir ignorieren. Können wir einfach weitermachen. Können wir ignorieren. War sonst noch irgendwas Weltbewegendes? Hat irgendein Einkauf von Zigarren gestoppt? Nö, haben wir schon umgeändert. Läuft. Geht einfach so weiter. Deshalb bin ich ein Fan von diesem Warenhaus. Weil jetzt praktisch zwei da rein produzieren. Aber der Einkauf für alle unsere Geschäfte, ich muss nichts ändern, die kaufen alle bei dem Lagerhaus ein. Und das ist der Vorteil von diesem Lagerhaus, ja. Das heißt, wir haben zwei Einkaufseinheiten, die bringen hier die Zigarren rein und die werden dann hier verkauft. So, und dass wir hier die Kurve kriegen, hatten wir hier ausgebildet, das fahren wir mal runter. So, und der Gewinn, der müsste jetzt wieder steigen, weil wir haben die Einkaufspreise jetzt wieder angepasst für die Zigarren. Die waren ein bisschen hoch angesetzt. Sag ich mal. So, ich weiß nicht, wie ihr die Musik findet. Ich habe die bei meinem Musikpartner runtergeladen, den ich übers Netzwerk habe. Und ich fand die okay und habe sie dann hier eingebunden. Aber ob die wirklich okay ist oder nicht, das müsst ihr mir sagen. Vielleicht nervt sie euch ja total. Also wichtig ist, wir machen hier ganz gute Gewinne. Wir haben mittlerweile 75% Marktanteil und der ist irgendwie weiter steigend. Ja, weil wir langsam rankommen. Hier hinten an dem Bedarf. Wir können vielleicht sogar noch einen höheren Preis aufrufen. So, die haben Handys irgendwie entwickelt. Mal gucken, ob wir... Mal gucken, ob sie das bezahlen. Ich lach mich tot, wenn ja. Ich meine, unsere Zigaretten sind gut, die wir jetzt haben. Die sind echt gut. Wir produzieren in Zukunft ja sogar qualitativ hochwertiger. Das heißt, die Qualität wird ja auch noch steigen. So, und jetzt können wir, weil wir so viel Geld einnehmen, durchaus auch mal wieder das Marketing hochsetzen. Ja, also ich brauche diese Geschäfte, die brauche ich nur zur Finanzierung unserer Forschung und fürs Bewerben unserer Produkte in der Stadt, wo wir so produzieren. Für mehr brauche ich die Geschäfte nicht. Und die sind in Top-Lagen. Das heißt, eventuell kriegen wir die auch irgendwann mal wieder verkauft. Wenn wir die nicht mehr wollen. Ja, momentan kämpfen wir einfach nur darum, dass unsere Zigarren, dass wir hier eventuell auch mal in den Genuss kommen, dass wir Zigarren bauen. Und genug liefern, was der Markt will, liefern, ja, weil die schreien nach Abnahme hier. Alle schreien nach Abnahme hier und wir kommen einfach nicht hinterher. Eventuell baue ich sogar noch eine Fabrik nebendran. Und dann kommt der Tag, wo wir auch eigene Zigarren produzieren. Momentan kaufen wir die noch ein, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass ich die momentan einkaufen muss, weil ich mir es nicht leisten kann, die auch noch zu produzieren. Aber wenn die Forschung besser wird und die ist auf einem guten Weg, spricht nichts dagegen. Der Einkaufspreis, der ist sogar noch gefallen. Also scheinbar ist irgendwas billiger geworden, der Tabak, ne? So, haben wir schon Konkurrenz? Immer noch nicht. Ja, dann machen wir weiter so. Solange wir gutes Geld verdienen hier und Nachfrage da ist nach unseren Zigaretten, tun wir das. So, wir können mal ein bisschen runtergehen vom Preis her. Ich hätte gern, genau, 5,39. Und sobald wir wieder 2,6, 2,7 Millionen haben, stellen wir die dritte Fabrik hier oben hin. Und was produziert die? Genau, Zigaretten. Das ist jetzt unser
goldenes Kalb, was wir zur Schlachtbank führen. Die Zigaretten. Und irgendwann wird der Tag kommen, da sind wir so gut, dass in unserem Lagerhaus die Leute anfragen, ob sie nicht Zigaretten bei uns kaufen können. Und das werden dann die sein, die schon hier lungern und warten. Die werden dann auch Zigaretten von uns kaufen. Das heißt also, ich mache mir da echt keine Sorgen. Das einzige Problem, was wir haben, ist eben, dass wir in anderen Städten momentan nicht vertreten sind, weil uns keiner exportiert. Das müssen wir eventuell selbst aufziehen. Aber das ist auch kein Problem. Das machen wir dann einfach nebenher. Bauen wir eine eigene Retail-Firma auf. Dann kriegen wir das schon hin. So, und der Zinssatz, der sinkt. Das heißt, das erhöht auch noch unsere Erträge. Weil wir weniger Zinsen zahlen müssen. Alles gut, alles läuft super. Das einzige Problem, was ich habe, ist, kommen wir gut voran, was unsere Brand angeht. Also mittlerweile haben wir bei Tabakprodukten 32% Marktanteil. Also wir haben schon gut gesteigert. Und wir werden entsprechend weitermachen. Also Radiate macht echt alles. Die bringen jetzt eine Kamera auf den Markt. Können sie uns eigentlich einen Tabakmarkt überlassen? Müssten sie nicht auch noch drin rumfighten? Also irgendwie macht irgendwer Mords Werbung. Weil mit unseren hohen Ausgaben fällt unsere Brand. Das verstehe ich nicht. Sind die Werbebudgets zu gering? Dann müssen wir da härter rangehen. Kann nicht sein, dass unsere Brand fällt. Die fällt aber immer noch. Wahrscheinlich ist der Preis zu hoch. Das wird sich negativ auf die Brand auswirken, gehe ich mal von aus. Machen wir mal billiger, dass wir da hinten insgesamt hochkommen, dann kriegen wir wieder mehr Marktanteil und nehmen über die Zigaretten wieder mehr Geld ein. Und eventuell steigt dann noch die Brand wieder, wie wir sehen. Also wir sind da hart am Kämpfen um die 30. Na, es ist nicht einfach in dem Spiel hier voranzukommen, also... Deshalb nichts gegen die Kommentare, die ich so kriege. Ich meine, ich spiele Kapitalismus seit der Klassik-Variante, also das ganz alte, als es rauskam damals. So ein bisschen weiß ich, was ich mache, aber du kannst hier, es gibt viele Strategien, die nach Rom führen und meine Strategie hier, das ist eine, die spiele ich so normalerweise gar nicht. Wir werden irgendwann, wenn wir hier mal pleite gehen oder durch sind, eventuell mal ein Let's Play machen, wo ich mal eine, ich sag mal, mein eigentliches, komplettes Wissen reinpack. So, es wäre schön, wenn wir im Dezember mal ein bisschen Geld verdienen. Warum verdienen wir denn nichts mehr? Frisst die Werbung hier uns komplett auf oder was? Also die Brand kommt einfach nicht hoch. Hier ist sie oben, da kommt sie irgendwie nicht hoch und ich weiß nicht warum. Ist das wirklich nur über den Preis? Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann doch nicht sein, dass wenn ich einen Preis erhöhe, dass dann die Brand sinkt. Also ich meine, wir haben eine Brand Loyalty von 9. Minus 9. Die Awareness ist 38. Aber das Rating ist 28. Man mag uns nicht. Vielleicht, weil die Qualität nicht so toll ist oder so. Ich weiß es ja auch nicht, was denen ihr Problem ist. Und der hier macht massiv Werbung. Der hat uns brandmäßig überholt. Alter, haut der rein. Was geht mit dem denn ab? Jetzt mal ganz im Ernst.
Also es wird Zeit, dass wir eigene Zigarren produzieren, aber wie gesagt, wir sind gerade erst dabei, unser kleines Imperium hier aufzubauen. Aber es sieht nicht gut aus. Aus irgendeinem Grund haben wir gerade Verluste. Wahrscheinlich ist die Werbung too much, die ich da reinbutter. Und die scheint gerade so zu verpuffen, weil irgendwie mag man uns nicht. Und da können wir an Werbung machen, was wir wollen. Man mag uns nicht. Versuche jetzt irgendwo noch eine billige Fabrik aufzubauen, dass wir mehr Zigaretten in den Markt kriegen. Dann nehmen wir nämlich auch wieder mehr Geld ein. Weil es ist Markt da. Die Nachfrage nach unseren Zigaretten ist da. Das ist nicht das Problem. Boah, der Monatswechsel kostet uns so viel Geld. Ich glaube, wir müssen mal. Wir nehmen hier die Zigarren mal raus. Muss die Mädchenverhältnisse geändert. Wir gehen hier mal mit 100.000 Zigaretten Newspaper. Und hier gehen wir mit 80.000 für Zigarren und Zigaretten ins Gefecht. Und also wir haben mittlerweile wieder eine positive Brand. Wir bauen wieder auf. Wir sind wieder bei 32. Das ist, wie gesagt, das ist nicht mal das Problem. Ich denke, der Preis war einfach zu hoch, dass die Leute gesagt haben: Alter, ey, wenn der den Preis aufruft, scheiß Firma. Und dann kriegst du einen negativen Ruf und dann geht die Brand runter, egal wie viel Werbung du machst, das spielt keine Rolle. So, weiter geht's. Purchasing. Purchasing. Geld für Manufacturing haben wir nicht. Och, bitte nicht. Ja, dann machen wir es aber richtig. Dann leihen wir uns jetzt 1 Million. Zack. Und dann geht es hier richtig weiter. Das ist ja nicht auszuhalten. So, Link, Papier. So, wir nehmen das bessere Papier. Wir nehmen Tabak. Wo haben wir Tabak? Tabak, 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 Tabakko. Wir nehmen den besten Tabakko, den wir kriegen können. Das ist der hier. Dann machen wir hier Zigaretten. Dann machen wir hier Manufacturing und Sales. Machen wir hier über Kreuz. Internal Sales, please. Da haben wir. Die kommen alle und wollen gerne kaufen. Aber dann sind sie mit irgendwas nicht happy und dann kaufen sie nicht und schreiben sich nur als Kunden ein. So, Link, Paper, Paper. Was denn jetzt schon wieder? Och nee, jetzt reißen unsere Handelsketten ein. Ja, da Tabakko ist wieder weg. Habe ich gerade so viel Geld ausgegeben? Es bleibt nur der sauteure Tabak. Echt jetzt. Mit einer schlechten Qualität. Bin ich jetzt kein Fan von. Läuft nicht ganz, wie ich mir es vorgestellt habe. So, die dürften eigentlich nichts kaufen, weil wir es intern haben. So, dafür brauchen wir hier noch eine Einheit, die Warenhaus Input hat. Die aus unserer Fabrik 3 die Zigaretten importiert. So, mittlerweile bauen wir hier wieder Brand auf. Das ist gut. Also für 3,99, wir machen hier immer noch unseren Schnitt. Das ist jetzt nicht das Problem. Und unser Overall passt. Und die negative Brand-Loyalty, die lässt auch langsam wieder nach. Wir haben es halt ein bisschen übertrieben. So, und die erhöhen die Zinsen und das kann mir nicht passen, weil jetzt machen wir wieder weniger Gewinn. Es läuft gerade nicht gut für uns. Wir versuchen, unsere Kurven zu kriegen.
Was würde mich denn eine Farm kosten? Wenn wir eine kleine Farm bauen würden hier. Also mit 5 bis 6 Millionen muss ich rechnen für die Farm. Ist leicht ätzend, ja? Die anderen bauen aus und bauen aus und bauen aus und du kommst einfach nicht hinterher. Und überall greifen sie uns an. Mittlerweile ist er teurer als wir und hat eine bessere Qualität. Ich krieg... So, und hier haben wir... Ja, wenigstens haben wir hier die gleichen Preise. Also, wir machen uns Konkurrenz, aber halt nicht wirklich. Und die hier, die bekriegen mich. Wenn ich runtergehe, gehen die wieder runter. Und dann gehe ich wieder runter und dann gehen die wieder runter. Und so geht das hin und her. Und irgendwann muss ich aussteigen, weil sie es einfach überhaupt nicht mehr rechnet. Ja? Also wenn ich jetzt runtergehe auf 1,11, wir kaufen das Zeug ein für 76. So, und auf 1,11 komme ich gar nicht. Doch. So, please, hört auf, die Preise zu senken. Lasst uns einfach darauf einigen. Ist doch gut jetzt. So, und der setzt die Zinsen immer weiter hoch. Na, super. Wir müssen unsere Schulden loswerden. Wir müssen Gewinn machen. Und alles, was der an Zigaretten reinkriegt, ist weg. Das hört sich komisch an, wenn man das so sagt, aber... Wir kriegen die Nachfrage einfach nicht gedeckelt. Die Leute reißen sie uns aus der Hand. Das Einzige, was ich machen kann, ist einen Preis erhöhen. Aber dann kriegen wir ja wieder negative Werbung. Und jetzt haben wir das gerade wieder so im Griff, dass wir wieder positive Werbung kriegen. Also ich werde mal versuchen, ein bisschen den Preis anzuziehen. Weil, also ich meine... Wir müssen Dinge aufbauen, ja? Und wenn wir Dinge aufbauen müssen, brauchen wir Geld dafür. Ich kann das ja nicht aus dem Nichts zaubern. Das trifft sich gut. So, und... Wir haben so fast alle verdrängt, die lokalen Anbieter. Ich bin am Überlegen... eine Million zurückzubezahlen. Eventuell wird 1996 unser Jahr, wo wir dann so viel Kohle verdient haben, dass wir davon eine Farm bauen können, unseren eigenen Tabak anbauen. Dann sind wir nämlich dieses elende Problem hier los, dass der Tabak die ganze Zeit weggeht und dass der so eine schwankende Qualität hat. So, die ersten Firmen schließen sich zusammen. Wir bauen hier Marke auf wie nix. Was macht die Marke? Die hält sich gut. Was macht unser Marktanteil? 39%. Immer noch Platz 2. Wer ist denn... Hier der Marktführer, immer noch der Radiant, der ist immer noch erster mit 67% Marktanteil bei Zigarren. Guckt euch das mal an, was der alles aufgebaut hat, ey. Das ist der härteste Konkurrent, glaube ich, den wir haben können hier. 30 Vertriebshäuser. Der hat Telekom-Firma, der hat Internet-Firma, der hat 5 Software-Firmen, der hat ein Wohnhaus, der hat eigene Farmen, der hat eigene Fabriken, 4 R&D-Center, wollen die mich veräppeln? 778 Millionen Netto-Wert. Der geht ab wie Schmitz Katze, ohne Witz. Das ist unser Konkurrent. Stinkt dagegen mal an, also so kleine Firma wie ich. Wir
haben unseren harten Kampf, um uns gegen den auf Platz 2 zu behaupten und unseren Marktanteil auszubauen. Konstante Tabaklieferungen in konstanter Qualität und in konstanter Menge wären da wirklich von Vorteil. Also das ist übrigens, das nennt man glaube ich auch Backwards Integration oder so irgendwie was. Also man fängt an mit Zigarettenverkauf, macht dann eine Fabrik, wo man selbst Zigaretten herstellt, die man verkauft, geht dann zurück auf Tabakplantagen und Papierfabriken, die die Materialien liefern. Also man geht immer weiter zurück. Das heißt, glaube ich, Backward Integration. Das ist, glaube ich, der Fachausdruck in der BWL dafür. Boah. Die Nachfrage nach den Zigaretten ist verdammt hoch. Ich glaube, wir müssen noch hier. Wir müssen in den Ausbau gehen. Wir müssen die Fabrik hochpushen. Ich weiß nicht, was der Spaß kostet. Können wir an der Nachbarfabrik nachgucken, was das kostet, wenn wir ausbilden. Ja, Gott, 10.000. Das verdient die Firma ja locker hier. Wir müssen mehr produzieren. Das hilft alles nichts. So, da haben wir alles auf 9. Bis auf die Sales. Aber die müssen dann, glaube ich, auch nicht auf 9. Höher geht, glaube ich, nicht wie 9. Ja, und die Trainingskosten sinken auch schon. Weil 9er Abteilungen, die werden nicht mehr ausgebildet, glaube ich. Da wird, glaube ich, noch fertig ausgebildet und dann war es das. Dann ist Schicht im Schacht. Dann wird die eingestellt, hier die Ausbildung. Und dann geht es nur hier weiter mit Ausbildung. Hier oben ist schon eingestellt, der ist schon durch, der muss noch und der muss noch. So war das, glaube ich, mit den Farben bei den Arbeitern. So, und wir versuchen halt verzweifelt, unsere Mengen hier hochzudrücken. Einkauf erhöhen, Produktion erhöhen. So, und dann lassen wir das mal laufen. Ne? Sollen die alle mal ausgebildet werden, dass wir mehr Umsatz machen? So, und weil wir dieses Merger hatten, gibt es jetzt einen Newcomer, der die Farbe übernimmt von dem, der geschluckt wurde. Und jetzt haben wir eine neue Firma, die heißt Shining Star. Und wenn wir jetzt in die Börse gehen und gucken, wo ist Stock Exchange? Und jetzt gucken, hier wo Shining Star ist. Als Privatfirma, ist gar keine börsennotierte Firma. Okay. Wie sieht es denn bei Radiate aus? Die haben 83% der Aktien sind auf dem Markt. Die sind mutig. Weil rein theoretisch hättest du 546 Millionen, könntest du gerade die Mehrheit übernehmen. Dann gehört die Firma Radiate dir. Ich weiß auch nicht, wenn ich mir die Werte so angucke. Will ich da aktuell investieren? Ich glaube nicht. Das ist unsere Konkurrenz. Ich will dem kein Geld geben. Oh, und der nächste kommt und attackiert uns. Aber der kommt nicht hinterher. Der hat keine Brand, der hat keine Qualität und selbst mit dem billigen Preis von 61 Cent hat er keine Chance gegen uns. Er versucht so ein bisschen was abzugreifen gegen die Lokalen, aber gegen uns hat er keine Chance. Wenn wir den Preis senken würden jetzt, weil der uns angreift. Logic Logic ist die Firma. Ist der an der Börse? Der ist an der Börse. Es könnte gefährlich werden, den als Konkurrent zu haben im Zigarettenmarkt. Ja, wir wachsen einfach nicht schnell genug. Ihr seht es an der Zeit, die da unten läuft. Wir sind 1995. Seit 5 Jahren bin ich im Spiel. Und wir lassen die Zeit laufen, laufen, laufen. Wir nehmen Geld ein, aber einfach nicht genug. Einfach nicht genug. Wir erhöhen die Produktion, dass wir endlich mal Produktion aufbauen.
Wir haben sogar mal hier 8000 Packungen, jetzt sogar 10.000 Packungen. Und trotzdem sind die nicht an der Deckung und das, obwohl wir die ausgebildet haben. Das heißt, wir könnten jetzt anfangen, unseren Geschäften wieder also Ausbildungsbudget zu geben, dass die wieder ihre Einkaufsabteilungen verbessern, dass die wieder mehr Zigaretten abnehmen. Dann haben wir wieder mehr Zigaretten im Markt und können wieder mehr Geld verdienen. Ich weiß, das ist ein total Banane-Prinzip, was ich gerade mache, aber was kostet denn eigentlich die Ausbildung hier? Die Trainings kosten im Einzelhandel richtig Geld. Glaube ich. Bin mir da gerade nicht so sicher. Ich habe nicht so einen Überblick. Ja, komm, hau rein. Ja, Hauptsache, die verkaufen mehr. Wir müssen den Markt, wir müssen rein, wir müssen eine Dominanz aufbauen hier. Wir müssen Qualitätsdominanz aufbauen. Wir müssen Marktdominanz aufbauen. Und die verlieren Marktanteile. Die sind noch bei 58%. Und das stimmt mich happy, weil wir mittlerweile bei 40 sind. Und wir sind bei Zigaretten sogar Rank 1. Ja, wir haben mit 40% Marktanteil, sind wir bei Zigaretten Marktführer. Herzlichen Glückwunsch, das haben wir schon mal geschafft. Erste Marktführerschaft haben wir. Jetzt müssen wir das noch weiter backwards integrieren. Also das heißt, wir müssen Farmen aufbauen, wo wir Tabak herstellen. Dass wir nur noch Papier kaufen müssen. Und dann sollten wir auch langsam gucken, dass wir auf eine Papierfabrik gehen, dass wir dann auch Papier beischaffen. Ja, weil das ist alles immer so, das ist das Problem daran. Das muss ja alles laufen. Und vielleicht haben wir Glück und kämpfen uns unten raus und machen irgendwann die Millionen, die wir machen müssen, um dann vielleicht auch mal Konkurrenzfirmen zu schlucken oder mal einen richtigen Preiskampf, eine Preisschlacht zu gewinnen, sozusagen. Weil guck mal, wie der sich hier reinzeckt, der Hund. Der macht jetzt hier Werbung. Ich lasse ihm diese Option, weil ich so einen hohen Preis habe. Wenn ich bei 2,99 wäre, wird der gar nicht hochkommen, weil mit zu was soll der dann anbieten? Ich glaube, wir machen das auch mal kurzzeitig. Mal gucken, wie er darauf reagiert, ob er sich dann wieder verdrückt. Weil den Preis kann der nicht mitgehen. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Den Preis kann er nicht mitgehen. Und das Einzige, was uns momentan zurückhält, ist die Menge, die wir produzieren. Die Lücke, in die der springt. In die wäre er gar nicht reingekommen, wenn wir genug produzieren würden. Also jetzt machen wir Druck auf den. Jetzt machen wir richtig Druck auf den. Der erhöht sogar noch den Preis. Das ist der Hammer. Der kennt gar nichts, oder? Ja, der weiß, dass wir das hier nicht geschlossen kriegen. Und er sagt, wenn der Lücke kaufen will, der kauft bei mir. Ach, das ist ein Käse. Ja, wenn dem so ist, dann müssen wir Geld verdienen. Dann setzen wir den Preis hoch. Dann gehen wir genau den gegenteiligen Weg, den er erwarten würde. Wir lassen ihm den Markt und sagen, wir verkaufen eh nicht mehr. Und erhöhen gnadenloses Geld, was wir verlangen, nach dem Motto wie, wenn wir dieses Geld verlangen, dann nehmen wir Kohle ein, solange wir noch einen Markt haben und nutzen das, um die Lücke zu schließen. Bin mal gespannt, ob die Taktik aufgeht. Ja, der holt sich jetzt aber ganz schön was von unserem Markt. Der lokale Handel schlägt zurück. Puh. Ist das übel? Wir müssen einfach viel mehr verkaufen. So, und der baut Lager auf. Wieso baut der Lager auf, wenn wir Geschäfte haben, die es verkaufen können? Wahrscheinlich sind hier nicht genug Leute ausgebildet, hä?
Oh, scheiße. Ich habe so ein dumpfes Gefühl in der Magengrube, als ob es das war mit unseren Zigaretten. Hallo, ich will Minus. So, 3,99, das ist meine Schmerzgrenze. Da fahren wir jetzt. Die produzieren mehr, alle produzieren mehr. Wir haben hier sogar mal ein Lager und da machen wir jetzt auch mehr. Dass wir einfach mal nachkommen, dass wir mal den Markt schließen können. Deshalb bilden wir auch hier aus, dass die einkaufen können. Aber ihr seht, wir werden attackiert. Wir müssen schnell weiter in die Tiefe. Das Geschäft blubbert nur so mit, um die Kosten zu decken. So, wir machen wieder einen richtigen Gewinn, das ist gut. Woran liegt das? Hat er aufgegeben? Nö, hat er nicht. Nö, der erhöht sukzessive, erhöht den Preis. Hat eine miesere Qualität, hat überhaupt keine Brand, hat auch überhaupt kein Overall und freut sich einfach nur, dass wir hier eine Lücke lassen, wo der Lokale gegen ihn nicht anstinken kann. Und die Lücke müssen wir schließen, wir müssen das zudrücken. Das geht mir ein bisschen auf die Nüsse, gebe ich offen zu. So, wir sind bei Zigaretten immer noch bei 40% und erster. Ja, wie das Ganze weitergeht. Das seht ihr in der nächsten Folge, denn die Folge ist schon wieder viel zu lang geworden. Deshalb bin ich hier raus, sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.